Geht das auch hier? Ja, geht. Geht alles. Wollen wir anfangen, ja? Können wir machen, ja. Ich habe zwar noch nicht alle Seiten offen, aber können wir auch. Tja, dafür hast du ein neues Mikrofon. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast, von dem Podcast. Ich begrüße den Chris in der Leitung. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mahlzeit. Decade haben wir, ja, Gott schütze und erhalte die Arbeitskraft der Frauen, die ist arbeiten auf der Comic-Con. sie steht am Stand von Brent Spiner. Oh, Data. Aha, okay. Ich hatte ja auch tatsächlich mal überlegt gestern, ob wir da hinfahren, weil da gab es mal so einen Zeitslot, da hätte es ganz gut gepasst, aber dann hat sich doch was anderes ergeben. Mal sehen, vielleicht heute mal, falls man da überhaupt noch Tageskarten bekommen kann hier, Comic-Con Stuttgart. Und ich habe festgestellt beim, oh, sie schreibt gerade, ist ja witzig, in unserer Gruppe. Live hier. Schreibt sie gerade, Brand, Jonathan, Pom, Alexander, Karen ist nicht beim Panel, also sie ist bei irgendeinem Panel gerade. Was ich festgestellt habe, Stephen Gatchen ist ja auch gerade auf der CCXP, das ist auch irgendeine Comic-Con irgendwo. Warte mal. In Köln. Ja, die scheint zeitgleich zu sein. Wie geil ist das denn? Also wie doof kann man sein, dass man das... Muss aber auch brutal schlecht besucht sein von dem, was ich gehört habe. Also echt? Ich lasse mich gerne was Besseres belehren. Ja, also ich habe jetzt etwas gelesen, dass da fast keine Sau rumrennt, dass es ziemlich leer ist, weil auch die Tickets 50 Euro kosten und es keiner zahlen will. Mhm. Und deswegen sind die da alle so ein bisschen gefrustet auch. Und das auf dem Gelände der Gamescom. Ah, na gut, das ist ja die... Ja, von der Hallenaufteilung immer nicht so ideal dort. Also hier sieht man so, die bei der Webseite startet natürlich automatisch ein Video mit Musik, was ich hasse. Sowas. da sieht man auch ein paar Videos, da sieht es eigentlich ganz gut voll aus hier. Ne? Nikolai Koster-Waldauer ist heute da. Ja, na gut, aber lass uns mal nicht über die Comic-Con reden. Vielleicht kriegen wir ja noch brandheiße News. Ich schreibe mal der Kate, wir nehmen gerade auf, falls du brandheiße News hast, lass es uns wissen. Wir sprechen über die Kinofilme, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, was diesmal nicht ganz so viel ist, aber vielleicht fällt uns da noch irgendwas anderes ein. Der Film, den wir in der Sneak Preview hatten, nennt sich Rebellinnen. Deutscher Zusatztitel, leg dich nicht mit ihnen an. Das ist ja der Film, den ich schon einige Male getippt hatte, weil ich mir fast gedacht habe, dass der hier in der Sneak Preview läuft, weil irgendwie scheint da jemand eine Vorliebe für diese Schauspielerin zu haben, in dem Kino da in Stuttgart. Weil so ziemlich... Für deine Lieblingsschauspielerin. Ja, so ziemlich jeder Film mit Yolande Moreau, mit dieser unsäglichen belgischen Schauspielerin, die so aussieht, als würde sie hier bei uns da vom Penny da um Pfandgeld bitten. Oder so. da läuft irgendwie jeder Film hier bei uns in der Sneak. Deswegen habe ich den auch getippt und jetzt kam er ja auch mal und ich habe ihn, glaube ich, auch wieder getippt gehabt. Jedenfalls geht es darum, das Ganze spielt in Nordfrankreich diesmal, also nicht in Belgien. Und wir lernen eine junge Frau kennen, die ist auf der Flucht vor ihrem Ehemann. Die hat ein übelstes Pfeilchen gleich am Anfang. Und sie kommt wohl aus dem Süden, jetzt wieder in den Norden zurück und zieht wieder bei ihrer Mutter ein, die so einen Trailerpark hat, würde man im Amerikanischen sagen. Und vermietet dann halt auch die Stellplätze und ist jetzt auch nicht gerade so, ja, würde eher sagen, so White Trash, würde man in den USA sagen. Also eher so weiße Unterschicht. Und sie, die Tochter kommt jetzt nur wieder zurück. Da ging es eine Weile lang gut, weil der Ehemann oder ihr Freund oder irgendwas, der hatte wohl auch ein bisschen Geld gehabt da im Süden. Und aber dadurch, dass sie ihn verlassen hat, wegen Schlägerei und so weiter, stürzt sie jetzt wieder nun ab und kehrt bei ihrer Mutter wieder ein. In den Trailer zieht sie ein und muss auch wieder einen Job suchen. Und wir erfahren, dass sie
wohl vor einigen Jahren da mal eine Schönheitskönigin war in dieser Region. Sie wird auch teilweise noch erkannt. Und jetzt muss sie natürlich ja, erstmal wieder einen Job finden. Da gibt es jetzt nicht allzu viel. Da gibt es eigentlich nur so eine Fischfabrik, wo sie so Fisch in Dosen abfüllen. Und irgendwelche, weiß nicht, was ist das, Sardellen oder irgendwas, keine Ahnung. Und ja, natürlich, wenn man den ganzen Tag irgendwie Fisch abfüllt, da riecht man auch nicht besonders gut. Und sie lernt dann so ein paar Frauen kennen, die da auch mit an dem Band arbeiten. Und ja, dann passiert erstmal irgendwie eine ganze Weile nichts. Die natürlich unterschiedlicher nicht sein könnten, ja. Sollte man vielleicht dazu sagen. Also die eine ist alleinerziehende Mutter und hat ein Drogenproblem. Ja. Dann die andere ist deine Lieblingsschauspielerin, wie schon erwähnt. Die finanzielle Probleme haben sie alle, ja. Das ist klar. Und dann halt sie. Also jeder hat so sein eigenes Ding und ja. Irgend so ein Vorarbeiter dort in der Fabrik erkennt sie auch da, dass die ehemalige Schönheitskönigin war und macht sich dann so an sie ran und das eskaliert an dem einen Abend, wo sie ihn dann mal zurückweist und er sich nicht zurückweisen lässt und er versucht, sie zu vergewaltigen und sie wehrt sich dann, was dazu führt, dass er ja, außer Gefecht gesetzt wird. Schwerer verletzt wird. Außer Gefecht gesetzt wird. Und die anderen zwei Damen kommen dann irgendwie dazu und sie finden zufällig eine Tasche, mit der er gerade gehen wollte, dieser andere Typ. Und da ist halt eine Menge Geld drin. Und sie überlegen, was sie damit machen. Sie beschließen es erstmal irgendwie zu behalten. Und wie es halt immer mit einer Menge Geld ist, wie es in jedem Gangsterfilm ist, irgendwann sucht dann natürlich jemand nach diesem Geld, weil es kann ja nicht einfach so ja, quasi aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen, sondern irgendjemand gehört das ja und irgendwas hängt da ja dran. Und so haben sie dann auch ganz schnell irgendwelche Verbrecher am Hals, die aber noch nicht wissen, dass die Damen das Geld haben, was aber dann früher oder später irgendwann rauskommt. Die ermitteln dann halt erstmal dort in der Region, wer da was gewesen sein könnte. Beziehungsweise die Polizei, da gibt es auch so einen jungen Mann, der uns da vorgestellt wird, der ist dort strafversetzt worden, weil gegen ihn eine Anklage anhängig ist in Paris, glaube ich, und haben sie ihn auch in den Norden versetzt, solange bis er quasi rausgeschmissen werden kann aus der Polizei, ist er dort mal geparkt und der hat da so Ambitionen, da auch ein bisschen aufzuräumen in dieser Kleinstadt mit dem organisierten Verbrechen und ja, irgendwie ist das ein riesen Gewirr von Erzählsträngen und von irgendwelchen Themen, die da aufgemacht werden, dass zum Beispiel diese Schönheitskönigin, die weiß zum Beispiel nicht, wer ihr Vater ist und so, den hat sie nie gesehen und kann man sich ja denken, dass vielleicht im Laufe der Zeit irgendwann ihr Vater dann auch mal auftaucht und macht alles sowas. Was für eine Wendung. Was steht hier noch? Da Sandra nach dem abrupten Neuanfang ohne Geld da steht, nimmt sie einen Job bei der örtlichen Fischkonservenfabrik an und bekommt da zwei neue Freundinnen. Nadine und Marilyn. Doch auch auf ihrer neuen Arbeit wird sie nicht in Ruhe gelassen. Also, was vom Trailer her, den ich mir mal angeschaut hatte wegen möglichen Tipps hier, was vom Trailer her noch so halbwegs witzig aussieht, wo man denkt, ah, okay, die sind jetzt, die werden jetzt irgendwie abtrünnig und der Titel sagt ja auch, Rebellinnen, leg dich nicht mit ihnen an. Ja, denkt man so, oh, Rebellen ja, gegen das System und so und sie ziehen da durch wie nicht Thelma und Louise, sondern wie eben Nadine, Marilyn und Sandra, die ziehen da jetzt durchs Land und Natural Born Killers in Paris und so. Nix ist, gar nichts ist. Völlig falsche Fährten, die da geweckt werden. Es ist einfach nur ein stinklangweiliges, schlecht gespieltes, schlecht geschriebener Film, der im französischen Norden spielt. Es ist zu keinem Augenblick irgendwie mal witzig, wobei es viele Steilvorlagen gibt, wo man es hätte witzig machen können. Es geht einfach völlig daneben, diese Witze. Und das hat nicht nur mit der einen Schauspielerin zu tun, die ich nicht leiden kann, sondern insgesamt... Die du abgöttisch liebst. Insgesamt passt bei dem Film einfach gar nichts zusammen. Und muss vielleicht kurz den Hörern auch sagen, dass in dem Moment, wo der Name von ihr über die Leinwand flatterte, Erik aufgestanden ist und applaudiert hat erstmal. Erzähl nicht sowas, aber wo der
wo die Produktionsfirma da stand. Am Anfang kommt ja immer so eine Tafel, hier bitte filmen Sie diesen Film nicht ab. Und da steht unten drunter meistens schon die Produktionsfirma, da wusste ich schon, dass der Film kommt. Da hab ich meine Kamera ausgemacht, weil das wollte ich nicht aufnehmen. Nee, aber das hat ja ein, das, die ist aber so ein Indikator für schlechte Filme. Das ist einfach so. Es gibt Indikatoren für gute Filme, wie zum Beispiel letztens den einen Film, wo Colin Firth mit drin war, wo ich auch, ja, auch wenn er nur eine kleine Nebenrolle hat, das ist meistens, hat der Film dann eine gewisse Qualität. Ja. Da geht es in eine gewisse Richtung, wo man weiß, ah, okay, das ist was Ordentliches. Ne? Aber hier, die ist eigentlich ein Indikator für schlechte Filme. Also es gibt wenige Ausnahmen, wo die mal irgendwie dabei war. Ich glaube, bei Die fabelhafte Welt der Amelie hat es auch irgendwie die eine Zeitungsverkäuferin gespielt. Aber das sind halt die Ausnahmen, die Regel bestätigen. Ne? Das ist einfach. Ja, wobei, er kam wohl relativ gut an. Ist dir das mal aufgefallen? Ja gut, ich meine, Bild-Zeitung wird auch gelesen. Ne? Das hat ja nur nichts zu sagen, dass der irgendwie, dass den jemand gut fand. Also, ja. Obwohl zwei Leute haben 8 Punkte gegeben. Ja, wer weiß, wenn jemand da so einen Humor mag, irgendwas vielleicht. Ja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Haben wir die schlechtesten Wertungen eigentlich gegeben? Ich glaube, wir sind vorbelastet. Ich glaube, ja. Ich hier auf jeden Fall. Ich glaube ja, aber ich fand ihn auch echt unsäglich. Tja, ich hoffe, ich habe dich da nicht mit runtergezogen. Aber wir saßen. Nee, ich fand das sehr schön. Du hast während dem Film mal zu mir rüber geguckt und hast dann gemeint, du lachst ja gar nicht. Das war eigentlich noch so ein bisschen das Highlight für mich während dem Film. Also ich finde, du hast das schon alles relativ auf den Punkt auch für mich gesagt schon. Das hat für mich vorne und hinten nicht funktioniert. Das war einfach nur dumm doof. Es war an Oberflächlichkeit und Pseudohumor fast nicht zu überbieten. Ja, und diese Gewaltszenen, die da teilweise drin waren, das war ja wie Brightburn fast, ne? Also so von der Explizität, ja, also das hätte hier nicht sein müssen, so in der. Nee, hätte nicht unbedingt sein müssen. Und ich habe während dem Film auch kurz nach draußen mal einen Hilferuf abgesetzt, so nach dem Motto, ja, 10 Minuten rum, erste Körperteile sind abgehackt, Viertelstunde rum, erste Körperteile sind in Dosen verarbeitet. Also. Ja. Deswegen. Das Fatale ist. Hätte ich ja, alles nicht gebraucht. Das Fatale ist, dass der Film wirklich. Er hätte so eine coole kleine Indie-Gangster-Perle werden können. Da waren wirklich so viele Vorlagen da. Wenn man das ein bisschen anders angefasst hätte, manche Szenen ein bisschen anders aufgesetzt hätte, irgendwas, dann hätte das durchaus funktionieren können. Ich meine, es gibt ja so diese kleinen kultigen Filme, wie, was weiß ich, damals der erste Tarantino, Reservoir Dogs oder so, oder hier Bang Boom Bang oder sowas. Das sind alles so kleine Produktionen, die aber mit sehr viel Liebe und man hat sich wirklich überlegt, was funktioniert wie und teilweise auch mit, wo einfach die Darsteller mitgearbeitet haben, vielleicht improvisiert haben und dann irgendwie coole Sachen gemacht haben. Das hast du hier halt alles nicht. Das ist einfach ein versagendes Drehbuch an allen Ecken und Enden. Sie hat zu ihrer Mutter kommt und schüttet da ihr Herz aus und die macht gar nichts. Und das hat hinten und vorne nicht, überhaupt nicht funktioniert. Irgendwelche Nebengeschichten mit diesem Polizisten dann. Und, oh, das. Also es ist immer so, gerade wenn jemand sowas inszenieren möchte, ich finde es dann immer besser, man fokussiert sich dann und macht nicht zu viel Nebenkriegsschauplätze auf, weil gerade wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast vielleicht im Regie führen, oder überhaupt so ein Ding umzusetzen, dann verzettelst du dich halt, dann hast du da noch was, dann musst du da noch was zu Ende bringen. Nee, dann lass es halt einfach weg. Erzähl eine coole Geschichte, nimm die Leute mit, schreib das ordentlich und dann passt es auch. Aber das hat halt hier nicht gepasst. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich kann es keinem wünschen, dass er irgendwie diesen Film in der Sneak bekommt. Bei uns liegt er auch hier so, eher so, ja, also gut, wir haben die schlechtesten Wertungen gegeben, beide 2 Punkte, wenn ich es richtig sehe. Ja. Schlechtere Wertung gab es nicht. Es gab dann so 3, 4 gab es nicht. Einige haben 5, ein paar haben 7 sogar. Und 2 Leute haben 8. Aber ja, ja. Wer weiß, vielleicht gefällt es auch anderen. Mir hat es nicht gefallen.
Na ja. Gut, dann gucken wir mal lieber, was morgen eventuell kommen könnte. Wie? Genau, morgen. Das ist dann die Sneak 1007 am 1. Juli. Das heißt, wir starten in einem neuen Monat und das heißt, es gibt morgen auch wieder Bilderrätsel. Ich bin vielleicht nicht da. Ja, du bist vielleicht nicht da. Also das meistens ist ein Indikator, dass wenn Erik nicht da ist, dass was recht Gutes kommt. Tipp ist Tragödie 1997, Comeback 2017. Gut, dann lese ich mal die Tipps vor, wenn die ja, das Kate ist dein Job. Nicht da ist, genau. Ich habe getippt Annabelle 3, weil den Trailer hatte ich ja letztens gesehen, als ich hier im Kapitol in der Sneak war. Da ist ja die Puppe, diese Annabelle-Puppe, diese besessene Puppe, die wird ja dann irgendwann so eingeschlossen in diesem, ich glaube von Insidious ist das, dieses Kuriositätenkabinett, wo die da die ganzen Sachen haben. Und dann sieht man im Trailer, wie dann irgendwie später ja, daraus so ein Heim eröffnet wird. Und da taucht dann die Puppe plötzlich wieder auf. Ob das nun 97 und 2017 war, weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich noch getippt, diesen Maradona-Film, der heißt auch Maradona. Denn der hatte ja 97 seine Drogenprobleme. Und 2017 wurde er in Neapel zum Ehrenbürger ernannt. Das könnte natürlich gut passen, ne? Ja, der soll auch gar nicht mal schlecht sein, also soll ganz gut sein. Dann hat der Peter hat getippt Vox Lux mit Natalie Portman. Das könnte zumindest auch passen, wobei der Martin aus Halle, schöne Grüße, hat angemerkt, dass wohl Vox Lux wohl erst 99 startet. Also von der Geschichte her, der Film. Weil da geht es ja um eine Sängerin, über die, was die so erlebt. Ja, der Julius hat noch getippt Yesterday, den würde ich ja ziemlich gerne sehen. Und er hat es deswegen getippt, weil 97 starb der Pressesprecher der Beatles und bei George Harrison wurde Krebs diagnostiziert. Und 2017 wurde dann Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zum 50. Jubiläum wieder veröffentlicht. Ja, das kann man sich natürlich alles so herziehen, so dass von den Daten her, dass es irgendwie passt. Wenn ich da wäre, steht noch 50-50 Grad, würde ich gerne Yesterday sehen. Falls das geht. Ja. Oder Platz 2 Annabelle 3 vielleicht. Platz 3 Maradona. Weit abgeschlagen, Vox Lux. Ich möchte vielleicht da noch kurz erwähnen, ich bin für die Tipps nicht zuständig. Ich lese die auch nur vor. Also in den meisten Fällen, in 90% der Fällen, bin ich nicht für den Tipp zuständig. Also wie kommst du auf den Tipp? Nein, ich gar nicht. Ich bekomme den auch nur. Das stimmt. Und wir lassen uns ja nicht sagen, was kommt. Deswegen rätseln wir selbst. Außer manchmal, wenn du das aus Versehen irgendwie doch mitbekommst, wenn du im Büro bist da. Ich habe noch einen Film gesehen, den du mir sehr nahegelegt hast. Longshot. Ja, jetzt bin ich gespannt. Longshot. Jetzt müssen wir mal reden hier. Oh, echt? Also Longshot, nur ganz kurz Zusammenfassung, wer die Sendung letztens nicht gehört hat. Longshot ist ja so ein Ausdruck aus dem Golf, wenn man wirklich einen weiten Schlag machen muss, wo man entweder man kann zwei kurze Schläge machen, die relativ sicher sind, oder man versucht einen ganz langen Schlag zu machen, um aufs Green zu kommen. Und also eigentlich nahezu nicht zu schaffen, nicht unerreichbar sozusagen. Und genauso ist es halt hier im Film auch. Seth Rogen trifft seine ehemalige Babysitterin wieder, die ist aber mittlerweile Außenministerin der USA, Vizepräsidentin. Und der Präsident möchte demnächst abdanken oder will nicht in die zweite Amtszeit gehen sozusagen. Und er möchte seine Filmkarriere starten. Genau, was heißt starten? Er hat ja schon einen Präsidenten gespielt in der Serie. Ja. Und er möchte das gern stärker verfolgen. Also das richtige Präsident sein ist ihm dann doch nichts. Und Charlize Theron hat dann die Ambition, dass sie Präsidentin werden will. Und auf einer Party trifft sie auf Seth Rogen, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe. Und Seth Rogen ist gekündigt worden. Man weiß es nicht so genau. Es gibt solche und solche Deutungen. weil in dem Verlag, wo er gearbeitet hat, die immer sehr kritische Berichterstattungen gemacht haben, wo er auch immer gute Sachen geschrieben hat, die haben sich jetzt ausgerechnet kaufen lassen von dem größten Rivalen. Also so wie, was weiß ich, wenn der Spiegel plötzlich von Springer gekauft worden wäre, so ungefähr, ne? Und da hat er jetzt keine Ambition mehr, dort tätig zu sein, weil er soll dann auch eingeschränkt werden in dem, was er schreibt, und es soll halt alles ein bisschen geändert werden. Ne? Will er nicht. Und
ist dann quasi arbeitslos, trifft Charlize Theron und beide erinnern sich wieder so ein bisschen. Und er, weil sie jetzt auch gerade so ein bisschen Humor und ein bisschen Volksnähe braucht für ihre Kampagne, weil das so ein bisschen daneben gegangen ist, so die letzten Sachen, die sie gemacht hat. Also nicht direkt daneben gegangen, aber nicht den Erfolg gebracht, den sie ja oft haben. Heuert sie ihn als Redenschreiber an und daraus entwickelt sich dann doch etwas mehr. Ja. Liebe und so. Ja. Ah, jetzt hast du verraten. Ja. Ein absolut großartiger Film, ey. Das hätte ich ja nie gedacht. Ach, also, okay. Ist, ja, von wegen, wir müssen reden. Ja, ja, ich muss mal ein bisschen nicht hören, die Spannung. Der Film geht 2 Stunden, habe ich überhaupt nicht gemerkt, ey. Der war vorbei, ja. Und da habe ich gedacht, oh, wow, cool. Der schafft es. Also so ziemlich das, was Rebellion alles falsch gemacht hat, macht er richtig. Der schafft es wirklich quasi mit einem konsequent guten und glaubwürdigen Drehbuch hier. Die Sätze, die dort gesagt werden, die sind halt auch so, dass sie passen können. Es passieren halt auch mal Missgeschicke. Ja, wem passiert das nicht im Leben, dass man mal irgendwie was... Und die sind jetzt nicht so wahnsinnig übertrieben. Und auch die Reaktionen darauf sind jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, um Gottes Willen, das kann ja nie passieren. Aber das ist alles mit so einer charmanten Art inszeniert und gut dargestellt. Tolle Songs, toller Soundtrack da drin. Das hat mir Roxette, ne? Ja, nicht nur. Aber, ja, aber ja. Das ist der beste Song der Welt. Der beste Song aller Zeiten. Hat uns extrem gut gefallen. Ja, also das ist, ich würde sagen, das ist ein absolut passender Date-Movie. Also falls ihr die Sendung hört und überlegt so, hey, ich habe jetzt hier ein Date, was mache ich da, in welchen Film gehe ich? Gehe ich in Godzilla oder gehe ich irgendwo? Wenn ihr nicht in die Sneak geht, wo ja keiner vorher weiß, was kommt, was auch ein guter Date-Movie ist übrigens, weil man ja dann gemeinsam die Überraschung erlebt. Hatten wir ja am Montag auch den Fall, ne? Wie jetzt? War jemand? Am Montag war ein Date im Kino. Auch mal ach so, wieder. Also, hier. Die auch offen gesagt haben, das ist mein Date heute Abend, unsere erste Verabredung. Da habe ich ja noch, wo der dieses Geschenk wollte, habe ich ja noch gerufen, hier so, gib ihm das, damit heute Abend noch was geht. Oder so. Da hat mich die eine Dame, die da neben uns in der Reihe saß, also rechts von deinem Platz, die hat mich ganz böse angeguckt. Also da saßt du ja noch nicht auf deinem Platz. Ne? Ja. Na jedenfalls, also ich finde Longshot ist ein absolut guter Date-Movie. Also das ist wirklich, da werden verschiedene Themen aufgemacht aus allen möglichen Bereichen, wo man durchaus sich später mal austauschen kann, wie man persönlich so die Dinge vielleicht sieht. Das geht von Musik über Weltanschauungsthemen, über sonst was. Es hat eine leichte, beschwingte Art. Das ist ein absolut richtiger Date-Movie und es geht halt auch, ja, eine schöne runde Geschichte. Ich will jetzt nicht verraten, wie es ausgeht. Da sind natürlich auch noch so ein paar Sachen drin, die so ein bisschen schwieriger sich darstellen für die beiden und so. Und also es gibt, ist glaube ich der aktuell beste Date-Movie, würde ich sagen. Also wenn man oder kennst du einen besseren? Also in der Vergangenheit. Aktuell nein. Gab's ja also. Weiß ich nicht. Und auch die Vergleiche, die es so ein bisschen gibt mit Notting Hill, was ja auch, den mag ich sehr. Ich mag sehr Notting Hill. Kann ich nicht ganz teilen. Das ist hier irgendwie eine ganz andere. Also vielleicht von der Grundstory, dass irgendwie ein Typ mit einer Frau zusammenkommt, die irgendwie so way out of his league ist. Ja, also wenn man das darauf reduziert, ja, aber das mit Notting Hill, nee, kann man es nicht vergleichen. Und wie hat dir jetzt die Harmonie zwischen Seth Rogen und Charlize Theron gefallen? War großartig. Es war absolut glaubwürdig irgendwie. Also das war absolut glaubwürdig. Also sie, die sind natürlich auch, ich glaube, denen wurden diese Rollen so ein bisschen auch auf den Leib geschrieben. Die mussten sich nicht großartig verstellen, was natürlich ideal ist, weil wenn du dich verstellen musst, um eine Rolle zu spielen, dann musst du es wirklich verdammt gut machen, gerade um so eine Chemie zu erzeugen. Wenn du aber einfach so spielen kannst, wie du bist, und Charlize Theron eher so ein bisschen so die Taffe, die ja, zieht es durch und so, und er ist so, ja, ein bisschen das ist lecker, dann passt es auch, weißt du, dann musst du nicht so viel überlegen, wie spiele ich jetzt die Szene, sondern gehst halt einfach ganz normal rein in die Szene. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, also ich gebe da auch irgendwie 9 Punkte. Hey, wir sind uns komplett einig, wer hätte es gedacht. Ich weiß gar nicht mehr, ja, ich habe auch 9 Punkte gegeben damals. Also, ja, jetzt ist ja nur ein bisschen Zeit ins Land gegangen, also von mir wirklich top. Ich gebe gleich mal bei Moviepilot, sehe ich gerade, habe ich es noch nicht. Und schreibe gleich mal, wo ist meine... Das mache ich nachher, meinen Kommentar schreiben.
bezüglich Date-Movie. Ja, das war's auch schon mit den Filmen, die wir gesehen haben. Ich habe zwar noch ein paar Sachen geguckt, aber die sind alle alt und kenne ich schon, kannte man schon. Hab Matrix zum Beispiel nochmal geguckt und so, den ersten. Oh, ich habe Ratatouille nochmal geguckt. Ja, auch nicht schlecht. Großartig. Wir schauen aber mal, was so neu anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Ach, was heißt überhaupt vielleicht? Da ist definitiv was Cooles dabei. Ich weiß das schon. Ja, ach so, jetzt müssen wir wieder mit zwei Tabs hier arbeiten. Ja, womit fangen wir? Mit Kinostarts oder mit der Charts? Ich bin gerade bei den Kinostarts, wenn okay. Der Start klar bist. Soll ich anfangen? Ich habe nämlich schon alles vorbereitet. Ja, fang mal an. Es gibt Menschen, die vorbereitet in eine Sendung gehen. Spider-Man Far From Home läuft an am 4. Juli. Peter Parker geht auf Klassenfahrt, doch auch auf der Reise sind die Superkräfte von Spider-Man gefragt. Als Mysterio, gespielt von Jake Gyllenhaal, sein Debüt auf der Kinoleinwand gibt. Mit Tom Holland, Marissa Tomei, es ist der erste, jetzt habe ich fast Avengers-Film gesagt, ist der erste Marvel-Film nach Endgame. Und er spielt auch da danach. Und wir haben tatsächlich da auch Karten für Mittwochabend. Ich bin mal gespannt, ob es der Erik schafft. Ich würde mich sehr freuen. Ja. Also ich hocke auf jeden Fall ziemlich sicher im Kino. Schön Dolby Atmos im Luxussitz im Gloria 2, um es dem Erik noch ein bisschen schwerer zu machen, im wohltemperierten Kino. Und werde dann Spider-Man mir geben, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und ich denke, da werden wir in der nächsten Sendung dann auch groß drüber reden. Ich würde sehr gern mitkommen, aber es liegt momentan nicht in meiner Hand. Ich habe aber hoffentlich eine Karte reserviert bekommen. Das heißt, hast du, ja, ich kann mich hast dann du. Quasi bis zu dem Nachmittag noch entscheiden. Die kommende Woche ist bei mir etwas stressig, beruflich gesehen. Da kann ich noch. Ja, bei mir auch, aber das gehört dazu. Ja, gut. Wenn Mittag die Schule endet. was haben wir noch hier? Hier geht es mal weiter. Annabelle 3 läuft an. Haben wir vorhin schon bei den Tipps genannt. Die berühmt-berüchtigte Horrorpuppe des Conjuring-Universums ist zurück und terrorisiert die Dämonologen-Familie Warren. Ja. Groß. Obwohl es ein Dokufilm ist, aber es ist halt über einen deutschen Fußballer. Der Dokufilm zeigt die Höhe und Tiefpunkte in der Karriere des Weltfußballers Toni Kroos, blickt hinter die Kulissen und auf Kroos als Privatperson. Ich bin auch der Meinung, Toni Kroos spielt noch. Warum blickt man dann jetzt schon auf die Karriere? Aber was weiß ich schon. Gut, von Anton Griezmann gibt es auch eine sehr gute Doku, die bei Netflix verfügbar ist. Warum nicht? Hat sich halt irgendjemand entschieden, den ins Kino zu bringen hier. Ja, und wir haben auch einige Mails bekommen von dem Presseverleih. Da gibt es wohl auch eine Kinotour, wo dann Toni Kroos mit dabei ist. Macht natürlich Sinn, jetzt außerhalb der Saison sowas zu machen. Und ja, wer da den Star mal live sehen will, warum nicht? Es läuft auch noch an Traumfabrik. Eine Ost-West-Liebesgeschichte mit Emilia Schüle und Dennis Morien in den Hauptrollen vor den Kulissen des DEFA-Studios in Babelsberg und im Mauerbau 61. Also ich nehme mal an, die lernen sich da vorher kennen, wahrscheinlich am Set und verlieben sich und dann muss er wieder zurück und umgekehrt. Mit Heiner Lauterbach und Ken Duken ist auch mit dabei. Ah, mit Heiner, mit meinem Dudesfreund Heiner. Liebe Grüße an dieser Stelle, der hört uns bestimmt zu. Geheimnis eines Lebens läuft ebenfalls. Der geneigte Kino Cast-Hörer weiß natürlich, den hatten wir auch schon in der Besprechung mit Jodie Dench. Nach wahren Begebenheiten erzählt der Film die Geschichte von Joan Stanley, die im Glauben, das Richtige zu tun, Geheimdienstinformationen an die Sowjets verriet. Ja, es läuft auch noch an. Spider-Murphy-Gang. Glory Days of Rock'n'Roll. Mensch, Skandal im Sperrbezirk, sage ich da nur. Ja. Unter 32, genau, 16, 8 war es, ne? Oder? Ja, und so, und 30, 16, 8, herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Das waren schon ganz schön anzügliche Texte damals, ne? So aber hallo! Auf jeden Fall ist es auch eine Doku über die mittlerweile 40-jährige Bandgeschichte der Spider-Murphy-Gang, die 81 mit Skandal im Sperrbezirk ihren großen Durchbruch feiern konnten. Ist auch eine Kinotour, wo die mit dabei sind und so. Scheint so in zu sein. Ist gerade irgendwie Mode, kann das sein? Ja. So ein bisschen.
So ein bisschen scheint es Mode zu sein. Erde überspringen wir, da ist glaube ich auch ein Doku-Film. Machen wir doch direkt weiter mit Kaviar. Den hatten wir auch, das war Sneak 1000. Komödie über drei Frauen, die einen größenwahnsinnigen russischen Oligarchen linken und ich habe es gerade liken gelesen, sowas. Linken und sich sein Geld unter den Nagel reißen zu wollen. Und wenn ich jetzt Kaviar mit Teufelinnen vergleiche oder Rebellinnen, dann sehe ich erst, was Kaviar für eine Perle war. Ja, ich habe da jetzt auch deutliche Parallelen. Also die haben beide nicht ausgereiftes Skript gehabt und beide hätten ganz gut werden können. Sind sie aber nicht. Sind hier Tel Aviv on Fire? Läuft das bei uns hier? Tel Aviv hier. Tel Aviv on Fire. Salam arbeitet für eine beliebte arabische Seifenoper und wird von dem Grenzer Assi, das ist natürlich ein Assi, ne, bedrängt, die Handlung zu ändern. Ein voller Erfolg. Aha. Okay. Dann haben wir noch Nonna Mia. Simone, ne? Wahrscheinlich, weil es. Ich bin gerade verwirrt, weil du Don't Give a Fox hast du irgendwie nicht gemacht, aber egal. Nee, Nonna Mia kommt vor Don't Give a Fox bei mir. Ist egal, machen wir weiter. Entschuldigung, ja. Ach so, Nonna Mia. Simone ist Steuerfahnder und verliebt sich Hals über Kopf in Claudia, eine Restaurateurin, die sich mit der Rente ihrer verstorbenen Großmutter über Wasser hält. Okay. Mit Fabio De Luigi und Miriam Leone. Mama Leone. Don't Give a Fox ist eine Doku, deswegen lasse ich das jetzt doch mal aus. Dann kommt jetzt Santa und Andreas, das steht hier gar nicht drin, irgendwie ist es seltsam gerade. Dann, was haben wir noch? Apollo 11 ist auch eine Doku. Ist auch eine Doku. Und Dunkel fast Nacht. Ja, genau. Ach, das ist der Film, da hatte ich auch den Trailer gesehen gehabt. Kapitol, auf Polnisch war der Trailer mit deutschen Untertiteln. Ciemno Brawni Noc, eine Buchverfilmung nach einem Bestseller in Polen, wo eine Frau nach längerer Abwesenheit wieder in ihre Heimat zurückkehrt und dort mysteriöse Vermisstenfälle aufklären muss. Also in dem Trailer sehr viel so dunkle Hütten, wo irgendwie Leute reingehen mit spärlicher Beleuchtung und da passiert was Gruseliges und so, ne? Ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Also wer gegen Spider-Man da antritt, ist schon mutig. Ja gut, das sind Annabelle, ja, da gehen halt Special Interest, würde ich mal sagen. Und die anderen Sachen sind halt eher für eine andere Zielgruppe. Also es passt schon, also für die neu antreten hier. Hätte ich eher Bedenken, dass jetzt so die aktuellen Filme, so Pets 2 oder sowas, dass da noch ein bisschen was räubert in der Spider-Man-Zielgruppe da. Der übrigens ganz nett sein soll, aber mehr auch nicht. Gucken wir doch mal in die Charts rein. Platz 10, TKKG. Jede Legende hat einen Anfang, ne? Platz 9, Rocket Man. Platz 8, John Wick 3. Platz 7, Brightburn, Son of Darkness. Ist der eigentlich ab 18? Weiß man da was? Warte mal. Ziemlich sicher eigentlich. Brightburn. Warum willst du mit deinem Kleinen rein? Nee, weil es mich wundert, dass der so hoch vertreten ist, was normalerweise. Brightburn hier. Son of Darkness. Hier steht hier gar keine FSK oder was? FSK. Ab 16. Ab 16, krass. Ja, hätte mich nämlich gewundert, wenn der ab 18 ist, dann wirklich hier in Top 10 so hoch. Ja? Weil der doch. Ist ja nicht so bekannt, der Film. Wenn das jetzt irgendwie der neue John Wick, wenn der ab 18 ist, dann gehen da trotzdem Leute rein, aber Brightburn. So, okay, Platz 6, X-Men, Dark Phoenix. Höre ich nur Schlechtes. Jetzt habe ich einen anderen Podcast gehört. Boah, war das schlecht, was da gesagt wurde. Platz 5, Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Höre ich nur Gutes. Top-Date-Film, nochmal angemerkt, ne? Ja, angucken. Platz 4, 3 Schritte zu dir. Also besser als Longshot. Da geht es nämlich darum, habe ich auch ein bisschen was drüber gehört jetzt, da geht es um zwei, die sind an Mukoviszidose erkrankt und liegen im Krankenhaus und da darf man sich maximal 4 Schritte nähern, weil sonst Gefahr besteht, dass man sich irgendwie Bakterien überträgt oder so, weil das ja ganz empfindlich ist, dieses System da, das Abwehrsystem und ja, wie der Titel schon sagt, man kommt sich dann halt doch näher als die 4 Schritte und freundet sich da ein bisschen an und ich glaube so für die Zielgruppe von, was meine Tochter geguckt hat, hier Club der Roten Bänder und sowas, ja, soll ganz gut sein. Sieht man auch Platz 4 hier in Stuttgart. Ja, ja, ja. Platz 3, Man in Black International. Ja.
interessiert mich immer noch nicht. Genauso wie Platz 2, Aladdin, interessiert mich auch nicht. Platz 1 ist Pets 2. Was mich bloß wundert, dass Aladdin scheint hier ganz gut zu laufen im Kino. Also das macht mir Angst. Also, warte mal. Aladdin 2019, gleich mal gucken, hier ins Einspiel. Oh scheiße, da läuft sogar richtig gut. Der hat gekostet 183 Millionen, hat jetzt weltweit 824 Millionen eingespielt. Ja. Boah, ist der doch gut oder was? Hat ihn irgendjemand gesehen von unseren Hörern? Kann man da mal einen Kommentar? Bitte melde dich, alle beiden. Kann man da mal, nee, es müssen mehr als zwei sein, weil hier bei den Einspielergebnissen und bei den Top 10 Wertungen hier. Also in den USA alleine 299 und im Ausland 524 Millionen. Uiuiui. Tja. Also lass mal die Hand auf die Tastatur fallen und schreib mal einen Kommentar, ob da was dran ist, ob man den mal gucken sollte noch im Kino oder so. Und sonst haben wir eigentlich, hier News haben wir hier. Moment, dann machen wir mal hier den News-Bumper. Sneak Preview. Chris, du hast eine News hier. Ja, ich habe eine News. Es gibt ja im Sommer 2020, also in einem Jahr, kommt ein neuer Ghostbusters-Film. Und zwar offiziell, ganz offiziell Ghostbusters Teil 3. Also nicht, wir machen nochmal ein Remake oder bliblablub, sondern nein, es wird tatsächlich ein neuer Ghostbusters sein. Ziemlich sicher mit Dan Aykroyd. Wir ignorieren den Frauen-Ghostbuster, ist das. und was weiß ich was. Und es sind ja schon so ein paar, es gab ja mal diesen kleinen Teaser-Trailer schon. Und alles ganz arg spannend. Und ziemlich sicher wird Sigourney Weaver dabei sein, ziemlich sicher Dan Aykroyd dabei sein, Bill Murray wird wohl auch dabei sein. Übrigens, nochmal hier der Hinweis, Bill Murray ist ja gerade im Kino mit The Dead Don't Die, den unbedingt auf Englisch anschauen, der muss der Wahnsinn auf Englisch nochmal sein. Nur so, am Rande. Und ja, jetzt gab es ein Video, das es auch bei Twitter gibt, wo ein Mann vor dem Ghostbusters-Gebäude steht und sagt, oh, ganz arg viele hier stehen immer da und bliblablub. Und ja, auch ich habe einen Anruf bekommen und ich bin rangegangen. Jetzt nach dem Motto, who you gonna call? Und es ist niemand anderes als Paul Rudd. Das heißt... Und das war mir klar, dass Erik das feiern wird. Also Ant-Man ist da dabei. Und der ja, nicht Ant-Man, kann, Vorsicht, bring das nicht durcheinander. Nein, aber trotzdem, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Auch wenn er nicht unbedingt vielleicht eine Hauptrolle spielen soll. Es gibt Gerüchte, dass er irgendwie einen Lehrer auf dem Land spielen soll oder was weiß ich was. Ein Lehrer, Chris, ein Lehrer. Ja, ja, ein Lehrer. Das ist doch deine Identifikationsfigur hier. Ja, schlechthin, ja. Nein, also, wie gesagt, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich könnte mir das sogar, Paul Rudd sogar vorstellen als einen der Ghostbusters. Als einen der neuen Ghostbusters. Deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das passt. Und ich glaube, du siehst das ganz ähnlich, oder? Du bist ja Paul Rudd-Fan. Ja, na, was heißt Fan? Ich mag ihn einfach. Das ist einfach so ein Indikator, wo der mitspielt. Das wird eigentlich per se eigentlich immer ganz gut. Das ist im Gegensatz zu Yolande Moreau. Ja, also nenn mir einen schlechten Film mit Paul Rudd. Also ich meine, es gibt welche, die sind so eher durchschnittlich, aber so einen richtig schlechten gibt es eigentlich nicht, ne? Nee, eher nicht. Ich guck gerade mal hier in die Liste. Warte mal. Paul Rudd. Bester Film mit Paul Rudd außer Ant-Man? Was meinst du? Ant-Man 2. Nein, außer Ant-Man. Ich guck gerade mal. I Love You Man fand ich ganz gut. Ich guck gerade hier in die Liste rein. Ich muss sagen. Das ist das Ende. Oh ja, der war super. Anchorman. Siehst du hier? Immer Ärger mit 40. Ja. Außer Ant-Man. The First Avenger Civil War. Natürlich jede Folge von Parks and Recreations. Okay, hier ist ein Scheißfilm. Aber da ist er auch uncredited. Year One. Aller Anfang ist schwer. Da kann ich mich gar nicht erinnern, dass er mitgespielt hat. Er wahrscheinlich irgendwo völlig verkleidet irgendwie. Nie wieder Sex mit der Ex. Oh, der sehr gut. Den fand ich witzig. Was ist denn das 10-Gebote-Movie? Ich glaube, der könnte ein schlechter sein, oder? Was hat denn der? 5,1? Na okay, liegt in der IMDb immer noch über der 5 hier. Jungfrau 40 männlich sucht, der war auch super. Der mit, ja, der war auch cool. Mit den Dings hier, mit Steve Carell. War ja, glaube ich, so der Durchbruch für diesen ganzen Aber Paul Rudd ist ja echt so einer, der funktioniert bei mir in Serien, siehe Friends oder sowas, funktioniert aber auch im Kino.
Gottes Werk und Teufels Beitrag, aber auch gut. Jetzt gehe ich schon sehr weit zurück hier. Krass. Ja, Paul Rudd, super. Finde ich gut, dass der da bei dem Ghostbusters-Film dabei ist. Ja, haben wir noch eine News irgendwie? Nee, ne? Nee, nix weiter. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann halt nicht, ne? Wir müssen uns ja nichts aus den Fingern saugen hier. Und sonst haben wir, glaube ich, auch nicht allzu viel. Also Serien, ich habe zwar ein bisschen was jetzt, was hatte ich denn eigentlich laufen gehabt? Weiß gar nicht. Irgendwelche Dokus hatte ich geguckt jetzt. Hauptsächlich sind jetzt keine direkten Serien. Games spiele ich immer noch. Fallout 76. Ich spiele immer noch Spider-Man. Auch nicht schlecht. Und Rocket League mache ich. Ja. Kommentare? Ja, ich mal einen Blick reinwerfen. Hat man keine, also von daher. Hervorragend. Brauchen wir auch nichts vorlesen. Großes Sommerloch oder was? Wahrscheinlich. Apropos Sommerloch, es wird dann demnächst auch hier eine kleine Sommerpause geben, also spätestens ab der Woche, wo die Gamescom beginnt. Da bist du ja auch nicht da, habe ich gehört. Und direkt danach geht es ein bisschen in Urlaub und so. Und ich weiß nicht, ob wo geht's hin? Nach Frankreich. Nicht nach Marokko? Nee, wir machen mal alle 2 Jahre nach Frankreich zum Papa und die anderen 2 Jahre, also in dem anderen Rhythmus, dann fliegen wir mal irgendwo anders hin. Sehr schön. Ja, und genau, was hatten wir noch so? Amazon, ich guck mal rein, ob da jemand was bestellt hat hier bei uns über unsere Affiliate. Die machen eh Quatsch, Amazon. Also. Ja, ein Red Skull Bettbezug, was ist das? Oh, das ist ja, wie der Name schon sagt, ein Red Skull Bettbezug. Mit einem Totenkopf drauf in Rot halt. Also nicht der Totenkopf, sondern das Bettzeug ist rot. Ein Aunamic Kondensatormikrofon. Aunamic 900B. Sagt dir nichts. Ja, aber ich glaube, das haben sie zurückgeschickt. Also. Dann irgendwas steht hier: Kraniche. Achso, das ist die CD von Bosse. Kraniche. Schöne CD, kann ich empfehlen. My Gadget Handy Selfie Licht. Aha. Okay, hat wahrscheinlich die Kate bestellt, um zu mitnehmen auf die Comic-Con. was ist das? Ein Japan Happy Kimono. Was ist das? Eine Jacke. Sieht gar nicht aus wie ein Kimono. Okay. Was ist das? Haftpunkt-Chip-Band. Ah, okay. Das ist quasi eine Beinschnalle, wo man sich diesen Chip für einen Triathlon oder sowas reinstecken kann. Ah ja. Für die Zeitnehmung. Warum macht man das? Damit man rechtzeitig mit dem Bein schon durchs Ziel gehen kann, wenn der restliche Körper noch gar nicht. was ist das? Amazon Basics Verdunkelungsvorhänge Set. Ah, Vorhänge halt, ne? Wahrscheinlich für ein Fotostudio oder jemand Let's Plays aufnehmen und da ein bisschen anderes Licht rausnehmen oder einfach so jetzt die Sonne aussperren bei der Hitze. Ein 1,5 Meter iPhone-Ladekabel. Boah, nicht schlecht. Kinder der Zeit, was ist das? Ein Hörbuch. Adrian Tschaikowski, Kinder der Zeit. Ich dachte, das ist ein Komponist. Oh. Ein Samsung Galaxy S10 Smartphone. Oh, ein richtiges Telefon. Wow. Hat jemand, ich dachte ein Kabel oder sowas. Meistens wären hier nur Kabel. Oh, da hat er jemand richtig... Ist aber runtergesetzt von 999 auf 758 Euro. Sie sparen 241 Euro. Wow. Okay. Hat jemand bestellt. Viel Spaß damit. Immer sauberes Display, nicht runterfallen lassen und so. Ne? Cool. Da kommt allerdings, sieht man das hier schon? Ach nee, hier sieht man es noch nicht. Einnahmen. Ach nee, hier sieht man es nur zusammengefasst. Oh. Wo sehe ich das jetzt hier? Also nicht, dass jemand denkt, oh, hier für 700 Euro was bestellt, hier jetzt ist der Kinocast-Millionär oder so. Das ist echt sehr wenig. Und es gibt auch irgendwie so ein Cap. Nur irgendwie, das geht dann nicht linear nach oben. Also wenn jemand ein Auto bestellt, kriege ich nicht eine Prozentzahl irgendwie. Ja, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Ja, das war so mit das Teuerste, was ich bis jetzt... Nee, letztens hatte, glaube ich, hier einer mal so mehrere Monitore oder so. Ja, so richtig teure. Aber ich glaube trotzdem, das Samsung war jetzt das Teuerste. Jetzt bestellt wurde über unsere Affiliate-Links. Vielen Dank. Das hilft dem Kinocast hier weiter, genauso wie die Spende immer noch vom Ronny. Ronny, war das Ronny? Ja, ich glaube Ronny hieß er, ne? Aus Dresden für Auphonic. Vielen Dank dafür nochmal, das läuft jetzt immer noch.
Und ansonsten, jetzt mache ich durch. Willst du noch irgendwas placken hier von den Seitenprojekten hier? Pausentee? Nö. Eishockey ist gerade nicht so viel los, ne? Nee, ist gerade eher so ruhig Sommer, aber es ist gerade sowieso nicht so arg viel los und ist außerdem gerade Prüfungszeitraum, deswegen ist eh alles so ein bisschen. Ah. Hast du Frauen-WM geguckt? Ja, tatsächlich gestern abends ausscheiden habe ich mal geguckt. Okay. So leid es mir tut. Also jetzt habe ich einmal eingeschaltet, dann fliegen sie raus. Ich glaube, ich sollte das nicht mehr machen. U21. Ich fand es aber schön, wir hatten auf Twitter eine kleine Diskussion mit zu viele Fehlpässe, zu hektisch, zu viel was weiß ich was. Das ist zu viel VfB, was die spielen. Ja, wollte gerade sagen. Ne? Also. Hast du eigentlich die Dauerkarten verlängert? Ja. Sonst hätte es hier, sonst hätte hier der Haussegen schief gehangen. Oh, echt? Ja. Okay. Ja, sie wollte unbedingt, ja. Er hat gesagt, nee, ich möchte Dauerkarten. Und, sag, das ist doch. Sie meinte so, ja, das ist doch. Und ich so, ey, nee, ich will jetzt nicht, ich kotze mich schon an und scheiß Anschusszeiten hier und so. Ja, mit abends und so, nee, das ist doch gar nicht so oft abends, ne? Als jetzt der Spielplan bekannt wurde, ne, erstes Mal gleich Freitag 20.30 Uhr, hab ich gleich eine SMS geschickt. Sagt, siehste. Und dann hier so Montag und so. Wir haben ja dieses Jahr noch Montagsspiele, ne? Wir sind die Letzten, die Montagsspiele haben und werden es wahrscheinlich auch öfters mitnehmen. Ja, wir haben das ja auch gleich im Pokal schon. Ja, also. Naja. Ja. Lass uns überraschen. Dann haben wir ja auch schon mal an die Wand gespielt jetzt, deswegen. Ja, na gut, das ist ja der Tabellenführer aus der Schweiz, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht gerade. Ja, natürlich. Also da kann man schon mal verlieren. Dafür haben wir 11-0 gegen Hohenlohe gewonnen. Ja. Davon muss man auch sehen. Ist ja nicht alles schlecht. Okay, also von der Kate kam jetzt nichts weiter. Nee, bisher nicht. Du musst arbeiten, hallo? Ich dachte so als Live-Info, wen ich schon getroffen habe und gesprochen habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, meint sie Jonathan Frakes? Ja. Ja, Jonathan Frakes. Wer ist Poom? Siehst du, sie hat Jonathan Frakes die Hand geschüttelt und habe ich gemeint, hast du wirklich ihm die Hand geschüttelt oder war das frei erfunden? Wer ist Pom oder heißt es Pom? Pom, die von Dingsen, von Guardians of the Galaxy. Ach, die Metallne. Nee, nicht die Metallne, die war aussieht wie die eine Schnecke. Die mit den Fühlern, ja. Okay. Ja, genau, die mit den Fühlern. Ich vergesse. So, Mantis müsste. Weil bei den anderen hat sie überall den echten Vornamen hingeschrieben und da schreibt sie nur Pom. Ja, Pom Clementief. Wer ist Alexander? Welcher Alexander? Das müsste der Draymond sein, Alexander Draymond. Okay. Von Kingdom Hearts oder sowas. Kingdom Come Deliverance. Und dann gibt es natürlich noch Lou Ferrigno. Ah. Da gab es wohl gestern eine ganz arg schöne Situation mit Kids, die da dorthin wollten, ein Autogramm wollten. So, das ist gar nicht Mark Ruffalo. Das ist traurig. Aber die sind tatsächlich alle da. Und wie gesagt, Brent Spiner ist da, Jonathan Frakes haben wir schon erwähnt. Richard Dean Anderson, der allerdings in echt nicht mehr so aussieht wie auf dem Foto. Ja, da haben sie dieses Foto gemacht für die Comic-Con hier. Der kommt, ne? Da haben sie ein altes Foto genommen. Und dann haben sie mal ein echtes Foto irgendwo gezeigt. Ey, oh. Ja. Ganz schöne Differenz. Ah. Und natürlich Karen Gillan. Ja. Amy Pond. Aber irgendwie nichts, wo ich jetzt für mich jetzt sagen würde, oh, da muss ich unbedingt hin. Und zumal so diese ganzen Geschichten mit anstehen und Geld bezahlen dafür, dass der mir was schreibt oder so, er oder sie. Ich weiß nicht. Ja. Höchstens, wenn Yolande Moreau da sein würde, da würde eh keiner anstehen. Würde ich mal hingehen. Da würde ich mich persönlich dafür anstellen, für dich und das Autogramm holen. Ich würde Geld bezahlen, nur um sie dann persönlich zu beschimpfen, wenn ich das würde auch warten, gerne auch eine halbe Stunde mir das zurechtlegen und sagen, wenn sie es mir gegeben hat, das Autogramm, so knülle ich es, werf es weg, das können sie behalten. Ich würde sie beschimpfen. Ich würde Geld bezahlen, um sie zu beschimpfen. Ja. Du musst Lehrer werden, kriegst du auch Geld, kannst Schüler beschimpfen, ist ganz ähnlich. Ah, ich habe in meiner Familie genug Lehrer. Da. Das, nee, das muss nicht sein. Ja, aber Comic-Con. Mal gucken, Gamescom ist ja auch nicht mehr so lange hin jetzt. So. Ja, ich bin schon gespannt. Ein bisschen aufgeregt, wenn man so die E3-News gesehen hat, was da alles so was da alles so neu angekündigt wurde und ja, was so für Spiele und so. Ich habe mir dieses von Microsoft wie heißt das? Xbox-Dings da geholt für Windows hier. Weiß nicht, hier, die haben ja sowas wie dieses Origin, wo du einen Betrag im Monat bezahlst, haben die ja jetzt auch gemacht. Mhm. Wo du dann hast jetzt zum Beispiel Prey mit drin oder State of Decay oder Metro
Metro 2033, glaube ich. Ja. Und da kannst du die halt alle kostenlos spielen. Nicht schlecht. Wolfenstein. Ja. Wolfenstein 2, The New Colossus. Ich habe nur den anderen, Wolfenstein 1, also nicht den ganz alten, die alten sowieso. Ja, finde ich ganz cool, dass sie das jetzt auch so gemacht haben. Ist bloß blöd, man hat jetzt so viele von diesen Launchern. Ich habe jetzt, wenn ich hier meinen Desktop angucke, ich habe hier Uplay für Ubisoft hier, für Assassin's Creed und so, ne, und für die ganzen Zeug. Origin habe ich, Steam natürlich, dann Bethesda, jetzt Microsoft, ey, irgendwie... Kann nicht mal irgendjemand so ein Ding, was dann einfach alle beinhaltet? Also kann nicht Disney einfach alles kaufen? Nee, das meine ich ja gar nicht. Aber es gibt ja auch solche Apps. Auf dem iPad habe ich sowas. Da kannst du dich dann mit den anderen Sachen, also gibst du die Login-Daten ein. Das ist natürlich hoffentlich sicher. Gibst du deine Daten ein von Netflix, von irgendwas, von alles, was du so hast, so Amazon Prime. Und dann hast du eine komplette Übersicht. Und wenn du dann nach irgendeiner Serie suchst, dann zeigt er dir das, wo es gratis verfügbar ist halt. Ja. Das ist also quasi so ein Portal, würde ich es mal nennen. Kann da nicht mal jemand so ein Portal machen hier? Mach's doch selber. Ach. Du musst ja die ganzen APIs besorgen da. Ja. Aber vielleicht findet ja jemand sowas. Wie heißt so schön in der Werbung? Mach es zu deinem Projekt. Ja. Ich weiß nicht. Altersfreigabe für Benjamin Blümchen. Lese ich gerade eine News. Was ist da jetzt die News? Die Altersfreigabe der FSK ist wenig überraschend. FSK 18. Ey, jetzt machen die bei Filmstarts tatsächlich eine News draus, dass der Film Benjamin Blümchen FSK 0 bekommen hat. Das ist die News. Ja. Soll sich jedes Kind anschauen. Wahrscheinlich noch Breaking News oder so. Ab 1. Ne? August in den deutschen Kinos. FSK 0, das ist die News. Egal, okay, ich glaube, das wird hier nichts mehr heute. Machen wir einen Knopf dran. Ja. Ihr schreibt Kommentare, liebe Hörer, ja, auf kinocast.net, egal wo ihr das hört. Es gibt ja hier auf Deezer und Spotify und Podhost, Podstar und wie sie alle heißen. Überall könnt ihr diese Sendung finden. Soundcloud, glaube ich auch. YouTube, ja, es gibt sogar YouTube. Man kann es hören sogar einige über YouTube, weil da kann man es halt schön abonnieren und so. Und da Playlisten. Ja, aber geht ruhig ab und zu mal auf kinocast.net vorbei und lasst da einen Kommentar da. Wollen wir eigentlich mal eine Aktion machen mit unseren Autogrammkarten? Wir haben nicht jetzt Autogrammkarten. Wollen wir das ja, mal? Ja, können wir machen. Wollen wir das mal so machen? Warte die sehr mal. Schön geworden sind. Obwohl ich drauf bin, sind sie sehr schön geworden. Ja, die ich jetzt habe, ich habe jetzt die richtig gedruckten bekommen. Also die anderen hatte ich ja nur mal so zwischendurch machen lassen auf die Schnelle, damit die Kate das mitnehmen konnte auf die Comic-Con. die sehen jetzt richtig gut aus. Also die sind komplett. Also die anderen waren so ein bisschen komisch geschnitten. Ich habe sie hier. Also, wenn ihr eine Autogrammkarte von uns wollt, dann lasst mal einen Kommentar da auf kinocast.net. Also brandneu. Wer möchte der Erste sein? Dann verschicke ich die dann. Also schreibt das mal und dann gucken wir erstmal, ob das überhaupt jemand interessiert hier. Lasst einen Kommentar da und schreibt einfach rein, ich will Autogrammkarte. Und wenn das viele sind, dann los mal aus beim nächsten Mal. Und dann muss ich natürlich nochmal Kontakt aufnehmen wegen der Adresse. Also benutzt am besten bei der Anmeldung oder wenn ihr da einen Kommentar schreibt, eine E-Mail-Adresse, die auch funktioniert. Keine so eine Wegwerf-Adresse, die in 2 Wochen nicht mehr geht oder so, wenn ich euch dann vielleicht anschreibe. Ja. Und dann könnt ihr eine Autogrammkarte bekommen. Ja. Und dir vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Hat sehr gut gerne funktioniert mit deinem neuen Mikrofon. Dankeschön. Schon ja wieder ein neues Setup. Meine Güte, hey. Ja, ich arbeite an mir. Investiert hier für deine Let's Player oder für deine YouTuber-Karriere. Ja, ich mache jetzt auch Let's Plays auf Twitch und mache ich auch gleich Sachen. So, hi, ich bin jetzt hier. Hey, ich bin schon wieder da. Das ist meine erste Folge, aber ich bin schon wieder da. Ja. Übrigens, kleiner Hinweis, wenn ihr bei eurem besten Freund zum zweiten Mal Trauzeuge seid, der Satz, schön, dass alle wieder da sind, am Anfang ist nicht gut bei einer Rede. Hast du es gemacht, oder? Nein, true, true ein Bekannter story von mir. True story. Ein Bekannter von mir hat das gemacht, hat gemeint, kam nicht so gut an. Ja, man muss, ist nur die Frage, wie man es betonen, wenn man sagt, ach, schön, dass ihr alle schon wieder da seid, mal gucken. Dann bis nächstes Jahr oder so. Bis bald. Ja, bis bald, wir sehen uns. Zum dritten Mal dann. Ich behalte mal hier den Zettel, den kann man ja nochmal nehmen. Mit meiner Rede. Eben, also Vorsicht. Ja. Ist ja gerade so Hochzeitssaison deswegen.
Ja, stimmt. Ich war ja letztens auch auf einer. Ja, ich bin nächstes Wochenende auf einer Hochzeit, am Samstag. Meine Güte. Ganz hervorragend. Leute. Also, bis dann. Bis vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Ansonsten genau. Bis spätestens Wochenende zur Aufnahme. Tschüss. Ciao. Bruder, Schwester, Herz. Gibt es einen Film? Zur Not mute ich mich halt, wenn ich nichts zu sagen habe. Vom Regisseur, Achtung, Tom Sommerlatte. Ich habe nur vorgelesen. Bruder, weitere Informationen. Na, mal gucken. Bruder, Schwester, Herz startet am 10. Oktober. Ja, warte mal, ich hab die Geschwister Lilly und Franz betreiben eine vom Vater beerbte Rinderzucht. Eieiei. Nach im Sommer ja, wohnt er unten, gelingt Tom Sommerlatte ein erneut sonnendurchflutetes Kino voller Sinnlichkeit. Bis bald im Kinocast.